Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Ein Ring, sie zu knechten. Der Reihe nach gerieten die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Hier, weil du etwas weißt. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Ja, und du bist dem Rätsel des Stahls auf der Spur. Soll ich dir die Lösung sagen? Soll ich das für dich tun? Stahl ist nicht stark, mein Sohn. Fleisch ist stärker. Sieh dich doch mal um. Die da oben, auf dem Felsen, dieses schöne Mädchen. Komm zu mir, mein Kind. Stärke, mein Sohn. Das ist Macht. Die Macht und die Kraft des Fleisches. Was bedeutet schon Stahl im Vergleich zu der Hand, die ihn führt? Denn diejenigen, die ausbeuten, lügen, Kriege machen, Rohstoffe wollen, Macht wollen, sie haben Billionen auf dem Konto und wollen noch mehr. So, da sieht man, da ist ein Problem. Die haben ein Problem. Ja, und das ist das Problem. Man hat nie genug. Und deswegen sind diejenigen, die das tun, gezwungen, Energie außerhalb der Quelle zu suchen. Nämlich bei anderen Lebewesen. Das ist der archetypische Grund für das Böse. Ausbeuten, Lügen, Kriege und so weiter. Und diejenigen, die das tun, kreieren natürlich Philosophien, um das zu rechtfertigen. Wir haben diese Rechtfertigungsphilosophien gehört. Es ist dieser verbotene Baum. Eine kannibalische Weltordnung. Er sagt hier hinten, Rückentext, ändere die Welt, sie braucht es. Er zitiert hier Bertolt Brecht. Heute besitzen 1% der Reichsten genauso viele Vermögenswerte wie 99% aller Erdbewohner. In welcher Welt wollen wir leben? Also 1%, gleich wie 99%. 1% steuert quasi die 99%. Also die können nicht sagen, sie hätten nicht das Geld, was Gutes zu tun. Wir können sagen, ja, so eigene Filmen, Projekte und Schulen, ja, wir haben das Geld nicht. Ja, sie besitzen alle Universitäten, sie besitzen die Industrien, die Politik, alles. Und wir sehen, welche Welt sie kreieren. Ja, es fehlen nur noch ein paar Kriege. Also wenn der Putin weg ist, dann haben wir Frieden. Oder der Janukowitsch in Ukraine, der war böse. Wenn der weg ist, haben wir Frieden. Jetzt ist der Teufel los, schlimmer als je zuvor. Das sehen wir, der Fehler am Anfang der Rechnung. Also eine kannibalische Weltordnung. Eine relativ kleine Gruppe von Familien, insbesondere die Rothschilds, Rockefellers, Morgans und Carnegies, zusammen mit den Harrimans, den Schiffs, den Warburgs, sind seit Generationen führend in der kontrollierenden Elite im Westen. Eines Nachts wachte ich um 3 Uhr morgens mit der brennenden Frage auf, wenn diese kleine Gruppe die ganze Welt beherrschen will, was würde sie kontrollieren müssen, um dies zu erreichen? Ich sprang aus dem Bett und fing an, eine Liste zu machen. In erster Linie müssten sie Geld kontrollieren. Und sie tun das.
Die Kontrolle des Geldes ermöglicht ihnen, alles andere zu steuern. Sie müssten Energie kontrollieren. Und sie tun das. Sie kontrollieren bereits große Landwirtschaften und den Welthandel. Sie kaufen auch die weltweite Wasserversorgung auf. Sie haben die Gesundheit in ihrer Tasche und sie versuchen, natürliche Alternativen zu unterdrücken. Sie müssen kontrollieren, welche Informationen wir erhalten und wie wir darauf reagieren sollen. In Amerika ist das Internet unser größtes Werkzeug für Kommunikation und Basisorganisationen im Moment nicht kontrolliert oder zensiert. Aber der offene Status wird von allen Seiten angegriffen. Regierungen, Unternehmen und die Vereinten Nationen versuchen alle die Kontrolle zu übernehmen. Für eine vollständige Herrschaft muss der Dissident kontrolliert werden. Sie müssten unsere Rechte wegnehmen, normale Bürger ausspionieren und jeden Aspekt unseres Lebens verfolgen. Als der Tag anbrach, wusste ich, dass eine mächtige Elite schon fast alles vorbereitet hatte, um die Welt zu beherrschen, und hatte die erschreckende Erkenntnis, dass Big Brother nicht nur am Kommen war, er ist schon hier. Wir sind bereits in der Matrix, also wie kommen wir da wieder heraus? Ich erkannte, dass ich, um mir dies vorstellen zu können, entdecken musste, wie ihre herrschende Struktur aussieht und wie sie funktioniert. Eine relativ kleine Gruppe von Familien, insbesondere die Rothschilds, Rockefellers, Morgans und Carnegies, zusammen mit den Harrimans, den Schiffs, den Warburgs, sind seit Generationen führend in der kontrollierenden Elite im Westen.